Meine lieben Freunde, hier ist Robert Götz, Matuszewski. The Shadow Man ist in the house mit einem brandneuen, aktuellen Energiespartipp der Bundesregierung mit Unterstützung von Erfurt Tapete. Ja. Ich gebe dir jetzt eine Tapete, die bis zu 15% Energie spart. Ja. Und wenn man die an die Wand klebt, wird quasi die Energie gespart. Man schottet die Kälte ab nach draußen und hält die Wärme nach drin. Ja. Böse Zungen sagen, ja schön, ja, der Raum wird total isoliert, der ist nicht mehr atmungsaktiv, es begünstigt Schimmel. Ja, Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Holt euch die neue Energiespartapete, reißt die alte runter, knallt die andere rauf, kostet ja nichts, Zeit habt ihr ja genug, ja, könnt ihr schön in Ruhe tapezieren, ja, also eine kleine Renovierung zwischendurch, investiert ein bisschen und dann spart ihr bis zu 15% Energie, laut dem Hersteller, Freunde, passt schon. Ja, Energiesparen kann so einfach sein, ja. Böse Zungen sagen, man kann doch eigentlich so, wenn man so 10 Schichten übereinander macht, ja, dann spart man bis zu 150% Energie, da kriegt man auch jeden Monat ein kleines Einkommen vom Energielieferanten, ja, so, wenn man, ich meine, oder, ja, also, das ist quasi eine Einnahmequelle, ja, und wenn man 20 Schichten übereinander stapelt, dann braucht man auch nicht mehr so viel Möbel im Raum, ja, spart ja auch nochmal, ja, schön, Freunde, Energiesparen kann so einfach sein, Martina und ich machen da aber nicht mit, weil unsere Tapete gefällt uns schon so. Ist egal, ja. Wir heizen ja sowieso nicht. Also da gibt es ja nichts zu sparen. Ich meine, wenn man nicht heizt, dann spart man nichts, ja. Also nicht heizen gegen Putin, ja. Okay, ich bin weg. Ein lieber Gruß von Bruno, Kevin, Jerome und meiner lieben Frau Martina. Und nicht vergessen, auch hier auf meinem Zweitkanal gilt ich, Robert Götz, Matuszewski, Facility Manager vom Deutschen Bundestag, The Shadow Man, hab euch lieb. Und immer schön artig Energie sparen gegen Putin. Es kann so einfach sein.